Okay, du darfst nicht schauen. Loro, ich tue es trotzdem. Jetzt Loro wieder back mit dem Ableert. 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 Wir gehen rein. Let's go. Auf geht's. Es hält. Ja, dumm, ne? Wirklich. Also, Hugo wieder einer der Kandidaten, die wirklich, die einfach froh sein können, dürfen, dass es halt YouTube und Twitch gibt, ne? Ohne ihm jetzt so nahe zu treten. Es ist schon gut, dass wir ihn ernähren und nicht der Staat das tut, ne? Das hält nicht! Yeah. Wieso fallen immer dieselben Leute hin? 24 Stunden am Tag geöffnet haben. Was für eine dämliche Idee. Wer will schon einen Krabbenburger um 3 Uhr morgens? Boah, Krabbenburger um 3 Uhr morgens. Ich sag euch ehrlich, wenn es eine krosse Krabbe in Köln gäbe, ich würde sofort dahin, Alter. Oh, Kinder, 3 Uhr morgens, Zeit für einen Krabbenburger. Warum haben Patrick Star und Sabix dieselbe Energy? Warum haben die beiden, no joke, dieselbe Energy? Ohne jemand zu nahe zu treten? Also, warum ist das so? Warum sind es so dieselben Personen quasi? Vielleicht geht er dran. Vielleicht kann ich ihn kurz fragen. Echter Freund quasi. Willkommen bei Okay, Mike. Okay, krass. Schade. Obwohl er live ist, ne? Gut, dann nicht, Mike, ne? Dann nicht. Herzlich willkommen. Hallo, du Tamexi. Prost, hier draußen. Wie alt bist du? Darf ich mich sagen, sonst werde ich mir wieder wegen Alter gemeldet. Ja, dann muss ich dich jetzt wegen Alter melden. Boah, Richard, kriege ich da eine Sniper? Das wäre doch mal was. Da fliegt einer. Richard! Hier kurz zweite Fläche bauen. Richard! Krieg ich deine Sniper? Weil das wäre toll. Ey, es leben nur noch 30 Leute. Ich komm. Werde ich ab und zu von dir gedono-walled? Ja. Okay. Nice. Ehrlich immerhin. Hast du sonst irgendwelche Taktiken, wie man das hier gewinnen kann? Weil meine letzten Mates waren also leider ein bisschen schlecht. Ich lande eigentlich immer auf so Bergen, damit ich nie von der Lava so gehittet werde. Und was machst du im Late Game gegen 4 E-Sportler, die insgesamt 90.000 Dollar Earnings haben? Ja. Ja, okay, nice. Ja, ist ein Punkt. Nice! Nein! Meine Waffe ist leer! Mann. Das ist krass, weil normalerweise sollte man einfach besser sein in dem Game. Aber gut, okay. Ist ja nicht schlimm, Max. Ist ja nicht schlimm. Ich bin der kleine Bruder von meiner Schwester. Ich hab heute Geburtstag. Wie alt bist du? 9. What the fuck? 9? Du darfst mich nicht schauen mit 9. Das geht nicht. Schau Trimix. Digga, what the fuck? Okay, mein Lieber. Was ist mit Papa Platte? Wie findest du den? Sehr gut. Deine Haare sind scheiße. Oh, okay. Krasse Opinion für 9-Jährigen. Ich war heute Haare färben, wie man sehen kann. Die sind gefärbt. Ja, ich hab eine Delle. Oh, das ist keine fucking Delle, Mike. Du hast eine fucking Grand Canyon Schlucht da oben. Oh Gott, dein Gehirn wird in der Mitte zusammengedrückt, Bro. Wenn du das Headset so tragen würdest, würdest du linke und rechte Hirnhälfte voneinander trennen können. Ich sage dir jetzt eins, Mike. Wenn man eine Untersuchung gemacht hätte, als du 10 warst und eine Untersuchung gemacht hätte, wo du jetzt so alt bist, wie du jetzt nun mal bist, dann würde sich herausstellen, dass du bleibende Schäden von diesem fucking Headset-Druck hast. Digga, ich habe das nicht. Ich habe das einfach nicht. Und ich habe ja auch immer wieder ein Headset auf. Ich habe das nicht, Chat. Versteht ihr, was ich meine? Bei mir passiert das einfach nicht so. Das ist krass. Mike hat mich gerade angerufen. Rufe zurück. Ja, hallo, ich bin live. Ja, Mike, ich bin auch live. 2 Fragen an dich. Erstens, hast du mal untersuchen lassen, diese Headset-Delle, Bro, die du Delle nennst, die on God eine komplette Schlucht darstellt in deinem Kopf, ob das eventuell bleibende Schäden für dein Hirn hat? Nee, aber ich verspreche mich in letzter Zeit extrem oft. Hast du überlegt, vielleicht mit In-Ears zu arbeiten oder sowas, du Hohlbirne? Weil, Bro, nee. das Ding drückt wirklich auf dein Stammhirn, ne? Das ist crazy. Ja, aber ist jetzt zu spät, es bildet sich ja nicht wieder zurück. Das Ding ja, es bildet sich nicht zurück, aber du könntest halt zumindest dafür sorgen, dass er nicht noch tiefer wird, wa? Nee, ich werde das Headset jetzt so lange tragen, bis ich auf Behindertenparkplätzen parken darf. Bro, das ist noch 2 Monate, dann bist du da. Okay. Dann die nächste Frage. Wieso hast du dieselbe Energy wie Patrick Star? Na, Digga, laberst du mich voll für Scheiße. Patrick Star. Bro, du hast dieselbe Energy wie Patrick Star. Ich hab Energy wie Vin Diesel, Bruder. Ja. Vin Diesel hat keine fucking Headset-Delle, die aussieht wie eine Regenrinne, Bro. Okay. Wenn du dein Headset wirklich von der Stirn zum Hinterkopf getragen hättest, hättest du deine beiden Hirnhälften in der Mitte getrennt. Weißt du das? Okay. Können wir, Mike... Warum können wir? Ich dachte, du rufst an, um irgendwas Nettes zu sagen.
Nein, mach ich nicht, Mike. Können wir hingehen und eventuell versuchen, ja, in der Türkei nicht nur eine Haartransplantation zu bekommen, sondern irgendwie mit Eigenfett irgendwie deinen Kopf wieder aufzuspritzen? Ja, können wir. Mit Eigenfett können wir machen, aber nur, wenn du für mich korrekt das Wort Fisch, Tisch und Milch aussprechen kannst, du Hurensohn. Okay. Sag mal Tisch und Fisch. Fisch, Tisch, ja, Fisch, Tisch. Milch. Sprachfehler, du kannst Fisch nicht sagen. Bro, du hast ganz andere Probleme als diese scheiß Sprachfehler. Mike, bitte. Mike, du bist eins vor Notaufnahme. Merkst du, was du mit deinem Leben machst, mit deinem scheiß Sabaton? Stücken Dreck, Müll. Alter, guckt euch die Delle an. Die ist bis zum Mittelhirn. Junge. Also normal ist das nicht. Habe ich irgendwie einen weichen Schädel oder was? Ich dachte, Digga, Lil Bro hat mit 42 noch eine Fontanelle. Das ist verrückt. Aber das haben nur Babys. Ich werde es noch einmal liken. Wenn ich im nächsten Video nicht drin bin, werde ich nur noch disliken, Loro. Ich hoffe, er sieht das. Das hier ist ein Erpressungsdelikt. Ich muss mal wieder bei dem Subs giffen, dass ich mal wieder reinkomme. Mike. Man muss sagen, Zabex macht dieses TikTok-Game crazy, finde ich. Ich habe so viele lustige TikToks von Zabex. Ja, no joke. Das ist krass, aber Zabex streamt ja auch sehr häufig so, ne? Klassische Video von Zabex auf einer Lupe ist irgendwie, wie er sagt, wie er irgendwas nicht hat. Wie er sich irgendwas nicht vorstellen kann. Das gehört doch auch irgendwo zum guten Ton, sich mal schön während der Arbeitszeit sich mal einen Abzug melken oder was. Ja, weiß nicht. Meinen Mitarbeitern habe ich das tatsächlich verboten, weil Tobi den ganzen Table voll Cream Pie hat. Zabex muss bald Miete auf meiner For You-Page bezahlen. Ja, bei mir auch schon wieder irgendwas gespawnt. Ich kann es langsam nicht mehr, ey. Mike? Ja? Ich möchte, dass du was machst. Ich möchte, dass du in Zukunft in deinen TikToks nicht mehr über mich redest. Ich möchte, dass du ab sofort entweder einen Decknamen benutzt oder erzählst, dass es eine von deinen Ex-Freundinnen war. Okay. Ich möchte nicht mehr, dass Kollegen auf der Arbeit zu mir kommen und mir sagen, ich habe gerade ein sehr privates Detail über dich auf TikTok gesehen. Oh nein, Mike, Digga. Oh nein, Bro, du kannst doch froh sein, dass du eine Freundin hast. Julia ist doch super. Warum machst du das, Mike? Du übertreibst die so maßlos. Meinst du jetzt den Sachverhalt, dass ich dir in die Muschi gefurzt habe aus Versehen? Digga, what the fuck? Ich glaube, der Empfang war weg. Hi. Ich möchte mich entschuldigen, dass du auf der Arbeit Opfer wurdest. Aber ist doch die Schuld deiner Kollegen, weil da die Professionalität am Arbeitsplatz fehlt. Das ist ja nicht nur am Arbeitsplatz. Von wem wurdest du? Hat echt jemand was? Du wirst nicht geächtet. Wer hat was gesagt? Steffi hat es zum Beispiel gezähnt. Ja, Olli hat mir auch geschrieben, sie ist schockiert. Was darf ich nicht mehr sagen? Mann, alles, was irgendwas mit meinem Körper zu tun hat, das geht niemandem was an. Ich muss wirklich... Ja, hat sie den Punkt, ja. Ich was machen. Alter, ich wiege 126 Kilo. Das ist das... Ich würde es schön finden, wenn du diese 126 Kilo komplett auf mein Gesicht beförderst mit Anlauf vom Trampolintanzverbot. Entschuldigung. Das absolute Maximalgewicht, was ich jemals in meinem Leben hatte. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt sofort hilft, aber... 62. Leute, das geht gar nicht. Ich muss das wirklich irgendwann abbrechen. Das hört sich jetzt wie Heulen an, aber ich bin halt wirklich nicht der fitteste Mensch. Und ich habe im letzten Stream schon 250 oder 70 gemacht und jetzt eine Stunde Sascha Huber Workout. Alter, ist der sweaty. Das ist crazy. Jetzt los! Mein Thumbnail auf Twitch! Ich bin am Arsch! Was ist das? Oh nein. Jetzt! Oh nein! Tanzverbot hat sich bestimmt gebessert zu damals. Gucken wir mal, was er so macht. Thumbnail. Na gut, ich meine mal, guck mal. Sowas hier verstehe ich noch. Natürlich. Ja, gut. Ja, es ist halt Yoga, ne? Also es ist halt wirklich for real Yoga und es hilft ja auch beim Entspannen, sag ich mal, wenn ich mich dabei... Entschuldigung. Na gut. Scheiße, deine Mutter ist scheiße. Geh mal nicht auf den Sack, Alter, wenn du dir irgendwelche Benjamin-Blümchen-Kassetten anhörst und da... Hey, Kilian! Nicht gegen Benjamin Blümchen, du Wichser, es reicht! Abgehst du ein riesiges Stück. Junge, erstmal permanenter Bann. Und Chat, was sagt ihr? Geisteskrank. Ey, ich freue mich so, ich hatte gerade nur so ein breites Grinsen die ganze Zeit. Junge, der McLaren, guck mal die Tür, das ist so arschgeil. Habt ihr in unserem Auto schon mal gesessen? Ich habe mal in einem Smart gesessen, zählt das auch. Also wirklich First Touch, erste Mal Rennstrecke, erste Mal Supersportwagen. Oh mein Gott, stopp! Oh Gott, ich kann das alles nicht mehr, ich hasse es. Guck mal, die weißen Blümchen, die sind naturgeschützt. Oh, skip. Nein. Digga, Mike, wie viel Hertz hat dein Bildschirm in der Mitte? Keine Ahnung. So, auf 60 Hertz jetzt, ja?
Ich hab mich schon gewundert, warum das immer so kacke aus. Ach, Mike, Digga. Mann. Das ist krass. Guck mal, wie flüssig das jetzt ist. Dumm. Oha, ja geil. Das ist krass. Man kann nur 60 FPS sehen. Och, ich will nicht schon wieder dieses Gespräch. Das ist so hohl. Das ist so fucking hohl. Chat, man kann mehr als 60 FPS sehen, wenn ihr einfach raucht und Augentropfen benutzt. Jede Zigarette erhöht eure Sehkraft um 1,5 Frames. Das weiß man, okay? Das weiß man, okay? Sub gegen Geheimnis für Skincare-Routine. Ich wichse jeden Morgen in so einen fucking Eimer. Dann kommt da ein bisschen Skier-Joghurt drauf. Dann nehme ich Zahnpasta und schmier mir das in die Fresse. Das war's. Da diskutiere ich mit Vielleicht habe ich gelogen. Mit 65-jährigen Opas auf Facebook. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Oh Leute, frohen 420. Ein Joint verringert tatsächlich die Frames. So, seit der Legalisierung. Sagt man das so? Ja, oder? Dinge, der ist doch selber drauf. Die man nur am 20.04. in Berlin sieht. Das wäre so krass. Es wäre wirklich so krass, Chat, wenn das ein echter Joint wäre. Stellt euch mal vor, jemand hat wirklich so einen Joint gebaut. Chat, gibt es das, dass jemand so einen heftigen Joint schon mal gebaut hat? Wie krass wäre das? Wie krass wäre das? Wäre das nicht in Welt die 20 Kilogramm Tröte, Digga? Aber das darf man gar nicht, ne? Weil man darf ja nicht mehr als 50 Gramm besitzen, oder? Oder wie viel war das? Digga, das wäre eine kranke Videoidee, ne? Wir brauchen einen Sponsor. Digga, und dann zwingen wir... Wir zwingen Monte. So, wir zwingen Monte, den zu rauchen. Jetzt ist es raus. Digga, das Laubgebläse-Ding anzünden, das ist krank. Ich hätte auch gern so. 100 Gramm darf man haben? Okay. So ein Joint. So ein aufblasbaren Joint. Help me for 20, hi. Oh, shit. Oh, bist du stoned. Oh. Ich weiß, gib ihm nicht noch mehr, Alter. Der ist schon, der kommt. Ich glaube, Adam, das ist tatsächlich ein Kostüm. Oh, guck dir mal seine Augen an, Alter. Oh nein, Alter. Ey, jetzt mal no joke. Guck mal, Chat, ich sage euch jetzt eins. Ich finde so Legalisierungsshit und sowas alles cool. Aber findet ihr nicht auch, dass so Leute, die so das so zelebrieren und sich zum öffentlichen Ankiffen und sowas am Brandenburger Tor treffen, übertrieben corny und cringe? Es ist schon irgendwie unangenehm, oder? Es ist ein bisschen peinlich, oder? Wisst ihr, was ich meine? Ich finde funny so. Oktoberfest ist auch dumm, wenn man sich so trifft oder Malle so zum Besaufen so. Wisst ihr, was ich meine? Aber irgendwie ist es irgendwie immer, oder? Pass auf, ich mache jetzt einen Call und der wird euch komplett abholen. Sich öffentlich zu treffen, um irgendetwas zu konsumieren, was dich aus dem Leben schießt, ist peinlich. So, Alkohol, Kiffen, Heroin, peinlich. Privat, okay. Macht Heroin und Alkohol und sowas, privat. Aber so riesig so aufgeblasen, I don't know. Ich denke immer so, guck mal, da sind Kinder und sowas. Wisst ihr, was ich meine? Kokain ist cool. Kokain ist cool. Das ist cool. Kokain ist cool. Oder, Chat? Kokain ist cool. Oh mein Gott. Oh Gott. Don't do drugs, kids. Livestream will jetzt kaputt machen, Alter. Guck mal, ich bin jetzt live auf Facebook, weil das ist einfach Knossi, Digga. Ja. Ja, nicht ganz, ja. Noch nie hat so sympathisch jemand einen Stream kaputt gemacht. Knossi, Alter! Brandtucher! Was geht? Ey, Knossi, vielleicht du das nicht kippen, Alter. Es ist nur passiv, das zählt nicht. Hallo. Digga, der hat sich extra da reingestellt. What the fuck? No! Berlin ist anders, ich call's immer wieder. Das ist Berlin. Wie kann das alles nicht mehr? Mann. Er hat sich ja mal Stuhl mitgebracht, der Wendner. Das ist einfach nur... Das ist einfach nur verrückt. Es ging los vor 8 Stunden. Cyborg Season 24 ist... Digga, Alter, also Alter, so krass, oder? Es geht los, Day 1. So, Leute, ich bin auf dem Weg. Ich kann ihn verstehen. Er läuft aus Berlin weg. Ich kann's verstehen. Ich verstehe, dass er aus Berlin läuft. Woanders hin. Verstehe ich. Weg Richtung New York. Guck mal, wie er das sagt. Ich bin auf dem Weg Richtung New York. Jeden Tag 42 Kilometer will er machen. Und wie viele Tage? Er will jeden Tag einen Marathon laufen. Das ist immer noch verrückt. Also, ich finde das krass. Ich finde das auch geil, dass er dieses Mindset so mitbringt. Wie geil Sport ist und wie viele Leute der damit catcht. No joke, richtig stark. Frage ist er jetzt wirklich? Er will jeden Tag 40 bis 70 Kilometer schaffen. Verrückt. Warum fährt ihm die ganze Zeit jemand hinterher? Ach. Alles langsam, Junge. Servus. Wo lang geht's? Mir Zeit nicht mehr. Zwei Stunden. Das reicht mir. Und du? Ich laufe nach New York. Ehrlich, ja? Ehrlich, ja. Mach du Erfolg. Dankeschön. Ich glaube, ist das Auto, was da hinterher fährt? Also, du könntest das auch. Nein. Ich laufe zu New Yorker. Den Laden, nicht nach New York. Wie funktioniert das? Streamt er das? Macht er Videos oder so? Und
Ist das ein Auto, was sie mitfährt oder wie? Catcher Car so? Wir haben jetzt hier was zu essen. Erster Tag ist glaube ich geschafft. 54 Kilometer haben wir gemacht. 54 Kilo. Das ist halt so ein Nachtritt, ne? Überleg das mal. Ist verrückt. Der ist gestern. Ah, Video, okay, check, check. 50 Kilometer. Das sind seine Mate, okay. Proviant und sowas. Geil, 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 geil. Geiles Projekt, ne? Wirklich, Chat. Richtig, richtig geil. Gelaufen heute, was hat er gesagt? 26. Also hat er 76 Kilometer. Das ist eigentlich nicht. Du hast gesagt, dumm, er wird nur schlechter im Lauf. Meinst du gerade, dass er auch mit dem Auto hätte fahren können? Willst du das gerade sagen, Susanne Knochen? Willst du gerade sagen, hätte einfach mit seinen Kollegen im Auto fahren sollen oder was? Also, oder wie, also. Viel und wie viel ihm noch fehlt, deswegen muss er das über 2-3 Monate. Hä, aber warum ist er nicht geflogen? Monate machen. 100 Kilometer habe ich geschafft, glaube ich. Hat er keinen Muskelkrater? Das ist eine gute Frage. Der hat Muskelkrater ausgestellt. Er macht ohne Muskelkrater. Ja, keine Ahnung, irgendwie der Einstellung Muskelkrater ausgemacht anscheinend. Ey, ich. Ah, das ist crazy. Würde mal ganz kurz nur mal mit ihm Körper tauschen wollen. Ich sag, der hat gerade gar nicht. Nimm das Video als Motivation. Wallah, Karim. Ey, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt hier mitjoggen auf einmal? Soll ich jetzt sagen? Ja, Bro, du könntest zum Beispiel mal, also, wir haben uns ja heute zum Stream quasi verabredet. Du hättest ja schon mal, sag ich mal, vor 16 Uhr zum Beispiel aufstehen können, Karim. Das hättest du ja machen können, Kamin. Kerem. Du hättest ja schon mal mäßig aufstehen können und dann hättest du ja zum Beispiel nicht zu McDonald's gehen können und mir nicht gestern Morgen um 8 Uhr, bevor du schlafen gehst, so ein verwirrtes TikTok hier geschickt. Zum Beispiel, das hättest du machen können, Kamin, okay? Wie wär's damit, ja? Zum Beispiel hier. Zum Beispiel das TikTok hier, Karim. Karim, was du mir geschickt hast, das hättest du mir nicht schicken müssen. Guck in meinem Marsch. 10 Zentimeter, ja. Sag gern an deinem Kopf, sag dabei noch auf Lock. Ja, ich schluck und ich spuck nie wieder was aus. Bin mies verschuldet, Mann. Darmtipps von Apo an. Ja, jetzt bin ich bankrott, rauch um mein Netz zu Satsch. Hab paar Zeilen auf Bangkok und ich mach ihn nie wieder. Danke dir dafür, Karim. Guck mal, du hättest mir zum Beispiel das nicht schicken können um 8 Uhr. Und dann einfach, ja, einfach schlafen können. So, vorher zum Beispiel. Und dann schreibt der, welcher Mann geht um so und so viel Uhr wieder. Ja, Bro, was soll ich machen? Ich habe Probleme. Ich habe Sachen. Bro, ich habe Dinge zu erledigen. Verstehst du, was ich meine? 20 Minuten mitjoggen. Ich sitze doch selber vorm PC gerade und macht nichts. Bei uns die Rollertour, die Radtour, hat man immer so mit 5, 6, 7, 8 Leuten gemacht. Er macht es einfach komplett alleine, weil es keinen anderen Menschen gibt da draußen, der das kann. Du fragst Kollegen, ey du, sag mal, hast du Bock auf so, ja, 5, 6 Monate joggen, ganz entspannt? Ich würde von Deutschland nach New York joggen. Wärst, ah, ist verrückt. Wärst du dabei? Oh, super, den 5 Monaten hatte ich eh nichts vor. Ich bin dabei. Aber ihr könnt euch freuen, wir fahren ja mit so einem Drecks-E-Scooter über die f***ing Alpen. Kommt ihr auch durch Straubing? Was zum f***ing Fuck ist Straubing? Hey, hör auf, nicht Straubing beleidigen. Was ist das? Ich kenne 3 deutsche Städte und dann kommst du so, das ist bestimmt irgendwie eine Stadt in Norditalien oder sowas, was du mich gerade fragst. Eine Stadt bekannt für Bier. Wir kommen rum. Ja, ja, ja. Das Bier kalt. 800.000 Maß Bier konsumieren die Volksfestbesucher. Straubing, ich bin es ist krank. No joke, bei der Aftershow ist wirklich Familie Stemmler Endgegner. Digga, Max. No fucking joke. Das ist ehrlich so. Trimax und Niki Stemmler, die beiden, die arbeiten. Die arbeiten auf der Aftershow-Party am Glas. Die beiden sind wirklich die Verrücktesten, wenn es darum geht, das Ding auseinanderzunehmen. Denen reicht es nicht, dass einer von denen kotzt oder so. Die wollen mit nachhaltigem Schaden die Aftershow-Party verlassen. Deren Aufgabe ist wirklich, dass die mit Schmerzen am nächsten Morgen weniger IQ-Punkten und weniger Gehirnkapazität rausgehen. Das ist deren Ding. Die haben das studiert. Die spielen fucking Ranked Aftershow Party. Das ist krank. Das ist so hacke. Ja, Mann! Nein. Als ob jetzt. Als ob. Guck mal, was hat er denn? Guckt euch das mal an, Alter. Schaut euch diesen Jungen an. Digga, da ist Licht an, aber keiner zu Hause, sein Vater. Digga, da brennt die letzte Birne. Das ist Wahnsinn. Max war Backstage mit Timmy Trumpet. Hat er dich geküsst? Er hat mich geküsst. He can cash checks with his face. 3, 2, 1. Ist das krank? Ist das krank? Wie kann man so suff sein? Das ist Wahnsinn. Vor meinem Streamline-Podcast. Der hat einfach Psychologie studiert, nur um das Maximum auf der Aftershow zu holen, ja. Gorbatschow-Werbung? Was ist das denn für eine Scheiße, Mann? Was ist mit Twitch passiert? Eiskalt. Du hast ja auch keinen Stream auf 18, oder? Bro, ich spiel Brawl Stars. Gib Melody den Ball! Ja, Hugo! Du bist durch den Ball gecharged! Ich bring dich um! Chill, Bro, so ein Spiel. Trink mal lieber einen, Bro, komm mal runter. Er lacht nicht mal. Ich hab extra gestunt, da bin ich ein bisschen sauer auf Kevin jetzt auch. Ich hab Brotaufstrich auf dem iPad. Nee, Brotaufstrich? So, ich hab das Gefühl, ich bin jetzt in so einem Tribing Squad drin in so 2 Jahren. Versteht ihr, was ich meine? Eine Cola? Cola. Cola? Nee, Brot
Mein Finanzguru zeigt euch dann übersichtlich sämtliche Einnahmen und Ausgaben und kategorisiert diese automatisch. So seht ihr ganz genau, wofür ihr euer Geld ausgebt und Digga, scheiße, Mann. Wo ihr noch ein bisschen sparen könnt. Ich weiß, dass ich jeden Monat 5000 Euro für Clash of Clans ausgebe. Kann ich skippen. Junge, spiel doch mal das Spiel und zeig uns eine Runde. Permaban. Wenn ein neues Supercell-Game rauskommt, chillen wir erstmal 7 Stunden im Shop. Ja, wir müssen payen. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Ich schicke jetzt meinem Mod Geld, damit er mir kanadische iTunes-Karten besorgt. Das ist verrückt. Er wird mich direkt in das Finanzamt angreifen. Ich sende ihm 500 Euro, er sendet mir 500 Euro iTunes-Karten zurück. Und dafür kriege ich den größten Roundhouse-Kick in die Fresse, die sich dann hundertprozentig sicher sind, ich wasche Drogengeld. Tut er, liebes Finanzamt. Ich weiß es. Oh, shit! Papa, du bist verändert aus Frankfurt zurückgekommen. Was ist passiert? Yo! Wir werden heute einem Bob Ross Tutorial folgen. Dafür haben die Jungs mir alles geholt. Man muss aber sagen, er hat da wirklich gecarried. Da hat er wirklich abgeliefert, der Mann, ne? Ja. Okay, wir haben jetzt ein großes Problem, Digga. Das sieht so krass aus, wa? Ich muss mir gerade an den Eiern krabbeln, aber meine Hände sehen so aus, Bro. Krabbel dir an den Eiern, los, sonst. Oh Mann, Bro, ich hab doch gesagt, ich helfe dir, wenn du Hilfe brauchst. Ich bin doch da. Real Talk, das sind die Dinge, die im Bob Ross Tutorial nicht erklärt werden. Was mache ich jetzt, Digga? Leute, ich verschwimme mal ganz kurz hinter dieser Leinwand. Bro, dein Bild sieht unfassbar gut aus. Danke, Bruder. Das passt nicht zu dir. Ja, Mann. Man, wirklich, ne? Also, wenn man Kevin schon mal gesehen hat, wie er tanzt, man muss sich da nur vorstellen, wie er fickt. Und dann muss man sich nur anschauen, wie er malt. Das geht irgendwie nicht auf. Ja, das stimmt. Bruder, ich bin am Tryharden, Alter. Und das Tutorial ist echt gut, Mann. Digga, no jokes. Freut mich unfassbar krass, dass Leute auf Ernst sagen. Das ist eigentlich ganz toll. Das sieht for real sehr stark aus, muss man wirklich sagen. Da hat er wirklich was geleistet, wa? War ja nicht jahrelang Tänzer, aber war jahrelang Scheiß-Tänzer, wa? Wahrscheinlich besser als ich. Still shit. Zumal, dass es irgendwer sagt zu mir im Stream. Haben wir irgendwas zum Aufmachen hier? Oh nein. Mit einem Spachtel, Digga, imagine. Das hier würde gehen, aber das ist halt bodenlos für den Tisch, ne? Das ist ein Holztisch. Na gut, der ist eh schon gefickt. Grüß dich, oder? Papa, warum bist du so? Das hier ist mein erstes Gemälde, was ich jemals gemalt habe. Es ist no joke stark geworden. Muss man echt sagen, das Wasser ist gut. Ja, hier vorne ist ein bisschen Matsche, ne? Da, also, aber hinten so stark, wirklich. Ich finde persönlich, es ist wirklich solid geworden. Hast du das Kevin-Bild gesehen? Überall ist das crazy gegangen. Als wäre das so 10. Weltwunder, dass Kevin irgendwas Krasses hinbekommt. Aber Re-Rap, das ist krass. Und es f***t mich ab, dass ich das nicht gemacht habe. Oh, Hugo. Du würdest versuchen, jede einzelne Farbe zu probieren, um zu gucken, wie sie schmecken. Du würdest dem Stream beschreiben, wie gelb schmeckt. Das würdest du machen, Hugo. Du würdest nicht ansatzweise irgendwas Vernünftiges auf die Leinwand bringen. Wahrscheinlich würdest du stolpern, ein Loch in die Leinwand bohren, geil werden und dann mit der gelben Farbe versuchen, die Leinwand zu ficken. Hugo, bitte mach das nicht. Die Farben sind nicht essbar. Du bist nicht in der Lage, einen Pinsel zu halten mit deinen Armen. Lass es bitte einfach. No joke. Beim Staffeleiaufbauen brichst du dir beide Hände. Hör auf. Digga, ich habe genau das, was er hat. Ich seit einem Jahr vor. Ja, Kopium, Bro. Ich hab's immer und immer wieder hingeschoben. Ich hab die Frisur, ich hab Leinwand, ich hab alles. Du hast nicht die Frisur. Bob Ross hat eine egal. Basti war geredet und er meinte, ich soll mir so Sachen kaufen zum Malen und so eine Bob Ross Frisur. Und das habe ich gemacht. Ice Spice, oder? Aber ich hatte einfach nie Bock. Und jetzt kann ich nicht mehr machen. Weil jetzt bin ich wannabe. Für die jüngeren Zuschauer, ich bin nicht Ice Spice. Oh, Ice Spice. Okay. Let me cook, ich kann das. Ja. Aus wie ein Clown, what the f***. Oh, ich kann das nicht, Chat. Was ist meine Meinung zu Papa Platt ist sein Bild? Ich hab doch vorher schon gesehen, dass er... Ich find's gut. Ich find's sehr geil. Auch wenn es nachgezeichnet ist, finde ich sehr stark. So muss es gewesen sein, wenn er in ein Event läuft oder als Angelcamper. Du bist in deinem Chat nur penetriert von Leuten. Ich bin doch selber live. Sieht ehrlich krass aus. Würde man nicht denken, dass das so gut ja, das ist wirklich so. Aussieht so. Bei Adam im Stream hat jemand Tits gezeigt. Danke fürs Update, Bro. Das war mega useful gerade für mein Stream. Ich hätte ohne diese Information echt nicht weiter streamen können. Ja, richtig. Imagine, wie viel Geld das kosten würde, wenn Carsten Kutzer wäre. Der zieht pro Line ein ganzes Kartell durch die Nase. Der arme Digga. Digga, eine Woche Timeout. So was Ehrenloses habe ich ja noch nie im Chat gelesen. Mach du dir doch ein K auf die Stirn für kaputte Nase, Digga. Yeah. Yeah. Ja, okay.
Feeling with the water, with the wand, the velocity. With the wand, the gun, the way so. With the fame, the wand, the way so. Way yo, feeling with the way yo. With the something, the something, the way so. Oh mein Gott, Chat. 2 Stunden 36 gestreamt. Ich hab Durchfall, ich rate Zabex. Das war's von diesem Stream. Wir sehen uns beim IRL-Streaming wieder. What the fuck? What the fuck, Chat? I'm out. Ich muss kacken. Ich kann nicht. Ich muss kacken. Ich geh offline. Hier. 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 Ich geh offline. Hier. Was denn? Was denn? Hier. Hier.